Moin aus Hamburg, ich bin's wieder, euer Cinemark. Heute möchte ich euch mal was ganz Besonderes zukommen lassen, eine Kaufempfehlung von mir. Ich behandle hier in diesem Video Subwoofer bis 600 Euro. Seid gespannt. Warum Subwoofer bis 600 Euro? Das ist ein Preisbereich, da gibt es schon wirklich richtig geile Subwoofer und er ist bezahlbar. Und fangen wir doch einfach mal mit dem ersten Subwoofer an. Es handelt sich hierbei um das Modell Hype 10G2 von der Firma Mivoc. Kostenpunkt für den Subwoofer 139 Euro um und bei. Was bekomme ich für das Geld? Ich bekomme ein 10 Zoll großes Chassis, also 25 cm Umfang, eine Endstufe, die Sinus um und bei 80 Watt leistet. Ich kann die Phase umschalten, zwar nur mit dem Schalter von 0 oder auf 180 Grad, kann die Trennfrequenz einstellen und einen Volume-Regler habe ich. Korpus MDF, foliert, ordentlich gemacht, kann man nicht anders sagen. Für das, man muss natürlich auch immer noch den Preis im Hinterkopf behalten. Wenn man das Chassis rausnimmt, sieht man schon, also es ist ein ausreichend dicker MDF-Korpus, hat auch einige Versteifungen drin, aber die weiteren Subwoofer, die etwas höher im Preis sind, da sieht man dann schon noch ein bisschen preislichen Unterschied, also auch von der Verarbeitung her. Aber für das Geld leistet dieser Subwoofer wirklich Großartiges. Er hat einen ausreichend guten Tiefbass und für kleinere Räume optimal geeignet. Schmaler Geldbeutel, kleinerer Raum, wunderbar. Ich sag mal, dieser Subwoofer spielt ordentlich auf bis ungefähr 20 Quadratmeter. Alles, was größer ist, da wird er dann eher doch schon ans Limit gebracht und dann wird es nicht mehr wirklich schön. Also dann klingt es auch nicht mehr wirklich schön, den kann man nicht gut ins normale Klangbild einreihen. Aber bis dahin, 20 Quadratmeter Zimmer, wunderbar, kann ich eigentlich nur empfehlen. Der einzige Minuspunkt ist bei dem Subwoofer, muss ich dann aber auch offen ehrlich gestehen, hat man schnell aufeinanderfolgende Bassimpulse und auch kräftige dazu, hinkt der Subwoofer leider ein bisschen hinterher. Aber gut, ich meine, für den Preis kann man nicht alles haben. Ja, kommen wir nun zum zweiten aus meiner Kaufempfehlung. Es handelt sich hierbei um das Modell Nubox AW443 von der namhaften Firma Nubert. Vielen sicherlich ein Begriff, gewinnen eigentlich in fast jeden Tests, in Zeitschriften und in Foren werden die Subwoofer und auch die Lautsprecher sehr, sehr hoch gelobt. Zu Recht. Dieser Subwoofer ist der kleinste von der Firma Nubert, kostet 389 Euro. Was bekomme ich nun für das Geld? Ich bekomme ein sehr, sehr fein aufgebautes Gehäuse aus MDF mit ordentlich Verstärkung innen drin, sehr schön resonanzarm, foliert, in unterschiedlichen Farbvariationen erhältlich, kann man sehr schön auf der Homepage auch nachlesen und sich anschauen. Ich bekomme ein 22 cm großes Tieftonchassis. Das ist ein Langhuber, eine Endstufenleistung von 160 Watt Sinus und eine untere Grenzfrequenz von knapp unter 30 Hertz bei minus 3 dB. Das ist schon wirklich beachtlich für diesen kleinen Subwoofer. Also muss ich sagen, Hut ab, Chapeau. Ja, was kann ich noch dazu sagen? Der Subwoofer hat ein echt geiles Leckerli, nämlich eine Fernbedienung. Das heißt, ich kann den Subwoofer ganz entspannt vom Sofa aus fernbedienen. Ich kann alle Einstellungen vornehmen. Ich muss mich gar nicht erst auf den Fußboden begeben und hinter den Bass da irgendwas rumdrehen und einen Kippschalter umlegen, sondern ganz entspannt sitzen. Ich stelle die Trennfrequenz ein, ich stelle die Lautstärke ein, ich stelle die Phase ein und kann somit super entspannt und richtig schön genau diesen Subwoofer in das Klangbild meines Sets, meines Lautsprechersets einbinden. Das klappt perfekt. Also ich kann nur sagen, Daumen hoch für diesen Subwoofer. Er spielt in Räumen bis 25 Quadratmeter echt ganz groß auf. Tja. Kommen wir nun zum dritten im Bunde. Hier in Norddeutschland sagt man, das geht ja wohl mit dem Dübel zu. Ihr wisst sicherlich, welche Marke ich meine. Richtig, Teufel. Hier das Modell T10. Mit richtig, richtig geilen Besonderheiten, wie ich finde. Er kann nämlich alternativ als Front- oder auch als Downfire-Subwoofer benutzt werden.
Genial, habe ich so noch nirgendwo anders gesehen. Ich schraube einfach die Füße ab, kippe ihn nach vorne, Füße wieder ran, habe ich einen Downfire-Subwoofer oder halt umgekehrt. Wahnsinn. Zudem hat er noch ein Wireless-Modul integriert. Das bedeutet, ich kann über die Zubehörleiste bei Teufel noch einen Subwoofer Wireless-Transmitter mitbestellen. Den schließe ich am Receiver an und brauche dann gar kein Subwoofer-Kabel mehr. Mit diesem Wireless-Modul kann ich 8 bis 10 Meter überbrücken. Das heißt für mich im Umkehrschluss, ich kann mir ganz entspannt und in aller Ruhe den richtigen Ort für den Subwoofer aussuchen in meinem Raum, wo er am besten klingt, und muss mir dann nicht überlegen, habe ich ihn lang genug, ist das Kabel lang genug? Brauche ich jetzt 7,5 Meter, brauche ich 1 Meter, keine Ahnung, weiß ich nicht. Pff, die Frage stellt sich dann gar nicht mehr. Genial, wie ich finde. Kostenpunkt des Subwoofers 419,99 €. Und ich bekomme dafür ein 25 cm großes Tieftonchassis, eine 150 Watt Endstufe digital, sehr effizient, vergleichbar ungefähr mit einer Analog-Endstufe, die 300 Watt bringt, und eine untere Grenzfrequenz von 33 Hertz. Zudem, und jetzt kommt's, einen maximalen Schalldruckpegel von 115 dB. Das muss man sich mal reinpfeifen. Das heißt, da flattern mir nicht nur die Hosenbeine, da platzt mir auch irgendwann das Trommelfell weg. Das ist Wahnsinn. Und das bei so einem kleinen Subwoofer. Ja, vernünftig aufgebautes Gehäuse, MDF, foliert, sehr schick. Ich kann an der Endstufe noch folgende Sachen mit einstellen. Ich habe einen Lautstärkeregler, klar. Ich kann die Trennfrequenz einstellen. Die Phase per Kippschalter, entweder 0 oder 180 Grad. Und ich habe zudem noch einen Bassboost mit integriert, den ich auch stufenlos einstellen kann. Geniale Sache. Also ich muss ganz offen ehrlich gestehen, für Räume bis 25 Quadratmeter ist dieser Subwoofer eine absolute Kaufempfehlung. Kinoton, dafür ist Teufel ja bekannt, klingt er einfach nur genial. Der ist pegelfest, klingt fantastisch. Mehr braucht man eigentlich nicht. Wir kommen zum nächsten. Hier handelt es sich um das Modell R112 SW von der Firma Klipsch. Er ist größer, er ist teurer, er ist mächtiger. Kostenpunkt hier, UVP hatte er immer 800 €, zu haben jetzt im Internet ab 479 €. Was bekomme ich dafür? Ich bekomme ein 30,5 cm großes Chassis. Ich bekomme ein sehr gut verarbeitetes Gehäuse, MDF. Ich bekomme eine leistungsstarke Endstufe, die 300 Watt Sinusleistung ungefähr hat, digital. Ich bekomme ungefähr 118 dB Schalldruck, maximal. Das ist schon ohrenbetäubend laut. Ich habe eine Grenzfrequenz untere von ca. 24 Hertz und ich habe natürlich auch alle Einstellmöglichkeiten. Es gibt zwar nur einen Kippschalter für die Phase, ich kann aber die Trennfrequenz einstellen, ich kann Volumen einstellen an der Endstufe und das Ding ist einfach nur mächtig und auch mächtig schwer. Wo die anderen Subwoofer alle so zwischen 14 und 19 Kilo wiegen, wiegt dieser über 22 Kilo. Also da hat man gut was anzupacken. Und auch klanglich bringt er echt eine ganze Menge. Er ist enorm pegelfest, dynamisch, hat einen erstklassigen Tiefgang und ist dafür, was er leistet, preiswert. Wir sind fast am Ende angelangt. Wir kommen jetzt in die Champions League. Hier der Sub 10.17 von der Firma XTZ. Wird vielen wahrscheinlich nicht geläufig sein, in Fachkreisen aber schon. Ein regelrechtes Monster. Preispunkt 545 €. Was kriege ich für die 545 €? Hier echt eine Riesenmenge. Fangen wir mal an. Wir haben ein 25 cm großes Tieftonchassis, ein Langhuber. Wir haben ein extrem steifes und gut verarbeitetes Gehäuse, eine Monster Digital Endstufe, 500 Watt leistet sie Sinus.
Und eine extrem geile Besonderheit, wir haben einen Equalizer mit an Bord. Das heißt, ich kann durch das Verschließen der Bassreflexports und durch den Equalizer mit dem Kippschalter den Subwoofer am Raum und an die Lautsprecher anpassen. Das ist nahezu perfekt. Und das ist noch lange nicht alles. Denn dieser Subwoofer geht bis 20 Hertz runter, ist extrem pegelfest, extrem dynamisch. Der kann wirklich alles, was man möchte. Viel mehr braucht man eigentlich nicht. Last but not least, wir kommen zum Ende. Und zum Ende kommt ja bekanntermaßen das Sahnehäubchen. Hier in Form des SB1000 von der Firma SVS. Die Firma wird den meisten wahrscheinlich nicht bekannt sein, aber in Fachkreisen genießt dieser Hersteller einen Ruf wie Donnerhall. Zu Recht. Denn was man hier bekommt, ist phänomenal. Kostenpunkt, wir kommen an die Obergrenze, 599 Euro. Und ich bekomme dafür ein 30 cm großes Tiefton-Chassis, eine Digitalendstufe mit einer Sinusleistung von ungefähr 300 Watt, alle Einstellmöglichkeiten, Trennfrequenz, Volume und Phase, sowie ein extrem kompaktes Gehäuse. Denn dieses Gehäuse hat phänomenale Ausmaße von 33 x 33 x 33 cm, also ein kleiner Würfel. Und und das ist die Besonderheit hier bei meiner Kaufempfehlung, es handelt sich hierbei um ein geschlossenes Gehäuse. Die anderen Subwoofer, die ich euch vorgestellt habe, sind alles Bassreflex-Subwoofer. Das gute Stück reißt fast Wände ein. Wir haben eine untere Grenzfrequenz von 24 Hertz, die er spielen schafft und ist zudem extrem pegelfest, hat ein wahnsinniges Klangbild, impulstreu und sehr präzise, halt das geschlossene Prinzip, und dafür ist er sehr, sehr preiswert. Von mir eine uneingeschränkte Kaufempfehlung. Ich zeige euch, oder vielmehr im Abspann, zeige ich euch noch die genauen Daten. Die könnt ihr dann auch in der, ich weiß gar nicht, Nachschrift oder wie sich das schimpft, nachlesen, damit ihr alles einmal kompakt habt, weil das waren ja doch ganz schön viele Daten. Und lasst ein Like oder einen Kommentar da. Und wie immer, ihr wisst, es lohnt sich ein Abo. Hier unten in der Ecke habt ihr wahrscheinlich schon bemerkt, habt ihr diesen kleinen Button. Einfach raufklicken, mein Kanal ist abonniert. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Macht's gut. Moin aus Hamburg.